Ein herzliches Willkommen an alle. Nur noch 90 Minuten und ein Sieg trennen sie vom Aufstieg. Eine einmalige Gelegenheit und ein absoluter Traum für dieses Team. Mal sehen, ob sie heute ihre großen Ambitionen spielerisch auch umsetzen können. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Die Partie hat schon begonnen. Heute müssen sie über sich hinauswachsen. Sie versuchen es mit schnellen und scharfen Pässen. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Hier ist Neymar. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Son Heung-min. Er hält drauf! Oh ja, einer zum Aufwachen. Den hat er verzogen. Wirklich Pech gehabt in dieser Situation. Es gibt sicher viele große Namen in beiden Teams. Wenn du dir aber einen aussuchen müsstest, Hansi, wer wäre das? Naja, allein schon die Frage, du nimmst es mir nicht übel, Marco, ist ja eine Unverschämtheit, wenn auf dem Rasen ein Lionel Messi steht. Ja, wenn der seine Topform bringt, dann kann im Grunde genommen nichts mehr schiefgehen. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Gut gelesen, die Aktion. Ah, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Messi. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Spielverlagerung auf die linke Seite. Den Ballverlust sofort ausgebügelt. Der Ball kommt. So viele Anspielstationen im 16-Meter-Raum und er macht nichts draus. Nach vorn gechippt. Mit Augenmaß. Tolles Zuspiel. Und jetzt der Abschluss. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Das Team holt sich die erste Ecke des Spiels. Er haut ihn raus. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Hier ist Son Heung-min. Son Heung-min dribbelt aufs Tor zu. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Und der Pass nach hinten. Guardiola. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Und ab die wilde Fahrt. Adriano. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Ein schwacher Pass. Jetzt ist Übersicht gefragt. Raus auf die linke Bahn. Son Heung-min. Sehr gut abgefangen. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Son Heung-min. Hier ist Neymar. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Son Heung-min. Adriano ist das. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Jetzt könnte was gehen. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt immer noch und er dribbelt immer weiter.
Abwehrspieler richtig gut aufgepasst. Fußball ist ja eben auch Kontaktsport. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Ab nach vorn und hoffen. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Neymar. Nein, nein, den wollte er nicht vorbeilassen diesmal. Messi. Den hat er kommen sehen. Absolut, richtig gutes Stellungsspiel. Der geht weit. Also von Passgenauigkeit kann hier überhaupt keine Rede sein. Auf die Seite verlagert. Die Hereingabe von Robertson. Und geklärt. Und wieder schlägt er ihn hoch rein. Adriano ist das. So, und nun ist Pause. Durchatmen. Also diese Leistung, die ist nicht schwach, die ist schlicht und einfach unterirdisch. Kein einziger Schuss aufs Tor in den ersten 45 Minuten. Keine Treffer in Durchgang 1, also alles noch offen. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Die Teams gehen mit einem 0:0 in die zweite Spielhälfte. Nein, das wird nichts, wobei es ja ganz vielversprechend aussah. Neymar. Den nimmt er dankend entgegen. Ja, da stand er goldrichtig. Irving. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Dort Adriano. Klasse Aktion vom Keeper. Adriano hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Da kommt. Wie großartig ist dieser Treffer? Ganz groß, Neymar. Es gibt Momente, da brauchst du einfach Spieler wie ihn. Die zweite Halbzeit hat gerade angefangen und er macht's. Wie am Schnürchen gezogen. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den. Damit ist dieses Spiel hier eröffnet. Tja, Marco, da stellt sich jetzt die Frage, ob sie direkt auf den nächsten Treffer gehen sollen. Oder sollten sie lieber einen Gang zurückschalten und geduldig auf die Konterchancen warten? Messi. Ein guter Ball und sie sind durch. Und die Chance. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Ball kommt zu Adriano. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so... Da ist die Chance. Sie lassen da aber auch gar nichts anbrennen. Eine schöne Erfahrung für einen Torhüter. Dafür sind die Mitspieler da. Macht er den? Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Tolles Gegenpressing. Ball kommt zu Adriano. Der Verteidiger mit... War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Marquinhos. Da läuft das Bällchen. Das ist wirklich schön anzusehen. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Immer mutig nach vorn. Das ist die richtige Devise. Das sehe ich ganz genauso. Thuram. Schon läuft der Gegenangriff. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Hier ist Neymar. Und die Kontergelegenheit. Er stellt den Gegner ganz fair und schnappt sich die Kugel. Die Hereingabe von Robertson. Hauptsache weg mit dem Ding.
Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Er packt einen aus. Heung-min Song mit der Flanke. Sucht den Abschluss. Bei dieser Aktion absolut souverän. Also da müssen die sich was einfallen lassen, wenn die den heute überwinden wollen. Ihre zweite Ecke am heutigen Tag. Bislang erst eine Ecke für den Gegner. Und weg das Ding. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Das könnte was werden. Und das wäre fast der Ausgleich gewesen. Der Dank geht an den Mann zwischen den Pfosten. Der hält die Führung fest. Al-Hilal. Jetzt mit dem dritten Eckball. Auf der anderen Seite steht erst... Und per Kopf. Das war sie, die große Möglichkeit zum Ausgleichen. Das eine ist positiv. Sie erarbeiten sich die Möglichkeit. Da gibt es aber auch was Negatives. Sie machen die Bälle nicht rein. Okay, das sieht viel... Da ist die Möglichkeit. Erstmal raus damit. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Und er geht hoch in das Kopfballduell. Es hat nicht viel gefehlt zum Ausgleich. Substitution in progress. An der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Also sie müssen hier noch etwas reißen und dann ist es natürlich völlig klar, dass der Trainer auch was versucht. Zieht den Ball nach hinten. Jetzt ist was möglich. Marquinhos. Er kennt die Gefahr so schnell und schreitet dann dementsprechend auch schnell ein. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Alexander Arnold. Und ab geht die Post. Fantastisch, was der mit dem Ball kann. Ja, das muss man schon abpfeifen. Klare Sache, das muss gelb geben. Er hat ziemliche Schmerzen und das beunruhigt seine Teamkollegen sehr. Bin mir ziemlich sicher, dass er es versuchen wird, den nach innen zu flanken. Thuram. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Jetzt wird es langsam eng. Wer weiß, ob sie diese Gelegenheit zum Ausgleich nochmal bekommen in der kurzen Restspielzeit. Den hat er kommen sehen. Ja, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Neymar. Zu unkontrolliert. Hier ist Neymar. Griezmann. Da kommt der Ball. Und jetzt dreht er sich verärgert weg und ich kann's verstehen, er weiß... Der Schlusspfiff, das war's für sie. Da ist der Sieg, den sie gebraucht haben. Im Vereinsheim können sie schon mal die Kaltgetränke rausholen für die Aufstiegsparty. Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel freien Lauf.